alternativen Energien werden ausgebaut, die Kernkraftwerke abgeschafft. Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Was heißt das für Deutschland? Wie sicher ist die Energieversorgung, die Stromversorgung hierzulande noch? Also die Energieversorgung ist schon sicher, das kann man deutlich sagen. Aber was hinzukommt, ist die Netzstabilität. Um die geht es ja, gerade wenn zum Beispiel Schwankungen auftreten, der Wind heftig weht oder gar nicht weht oder die Sonne eben halt sehr stark scheint, dann kommen sehr große Mengen ins Netz und umgekehrt. Und das muss man ausgleichen und dafür muss man auch ausreichend vorbereitet sein. Und kompliziert wird es offenbar auch, wenn die Temperaturen dauerhaft so niedrig sind, wie das vor 2 Wochen der Fall war. Da hat sich das Bundeswirtschaftsministerium wohl täglich von den Energiekonzernen über den Stand der Dinge informieren lassen. Das klingt erstmal nicht unbedingt nach so viel Sicherheit. Naja, es ist schon sinnvoll, dass man auch im Winter sich berichten lässt, wie die Situation ist, weil gerade im Winter ist die Nachfrage auch entsprechend hoch. Und hier hat man wohl offensichtlich auch Reservekapazitäten anwerfen müssen. Das heißt, in manchen Regionen, zum Beispiel in Süddeutschland, kann es sein, dass aufgrund der sehr starken Nachfrage und weil eben halt auch dort nicht genügend Kraftwerke am Netz sind, dann schon die Stabilität ins Blickfeld gerät. Und das ist das, warum man sich hier berichten lässt. Das ist übrigens aber auch ganz normal und auch gut, dass Sie es machen. Dennoch sorgen Unternehmen vor. Wir haben es gerade gesehen im Beitrag, in dem sie zum Beispiel Notstromaggregate anschaffen. Ist das jetzt übertriebene Vorsicht oder ist es vielleicht auch ganz sinnvoll? Also ich kann es verstehen, gerade weil ja hier auch davon gesprochen wurde, dass Schäden täglich bis zu 500.000 Euro auftreten können. Das ist natürlich eine gigantische Größenordnung. Und sollte es wirklich Stromengpässe geben, sollte es Ausfälle geben, ist dieses Unternehmen sehr stark betroffen. Also insofern macht es schon Sinn, dass man sich vorbereitet. Man kann im Übrigen auch durchaus selber Strom produzieren, wie ja auch ein anderer Unternehmer gemacht hat. Das ist dann ja die preisgünstigere Variante. Noch ist der Atomausstieg in Deutschland ja gar nicht total. Noch sind AKWs am Netz. Der Energiemix in Deutschland hat sich nur etwas verändert. Die erneuerbaren Energien haben 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 4% zugelegt. Der Anteil der Kernkraft an der deutschen Stromversorgung ist um 4% gesunken. Fossile Energien wie Kohle sind erstmal gleich geblieben. Welche konkreten Folgen hat denn diese leichte Verschiebung? Also es geht ja jetzt auch um die nächsten 10 Jahre. Da gehen ja die restlichen Atomkraftwerke alle vom Netz. Und da ist die Frage, wie man auch teilweise die ersetzt. Eben halt durch erneuerbare Energien, das ist ein Baustein. Aber es kommen auch neue Kohlekraftwerke hinzu. Dadurch steigen wiederum auch die CO2-Emissionen. Günstiger wäre es, man würde Gaskraftwerke einsetzen, aber hier sind die wirtschaftlichen Bedingungen nicht allzu gut. Und wir haben jetzt auch im Winter erlebt, dass es durchaus auch Probleme geben kann. Denn gerade wenn Gazprom den Gashahn zumindest teilweise zudreht, ist das für Deutschland nicht unbedingt optimal. Aber da wird es große Veränderungen geben. Der Ausstieg kostet ja auch, der Ausstieg aus der Atomenergie. Andere Länder setzen nach wie vor auf Kernkraftwerke, bauen diese Technologie sogar noch aus. Wie groß sind die Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen? Ich glaube nicht, dass die Wettbewerbsnachteile jetzt zu groß sind, denn man hat sich ja schon vor einiger Zeit auch entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen. Ich glaube, die wirtschaftlichen Chancen sind in der Tat sehr groß. Wir sind gut aufgestellt im Bereich der erneuerbaren Energien. Auch Anlagenhersteller können hiervon profitieren, sodass es hier auch durchaus große wirtschaftliche Chancen geben kann für viele Unternehmen. Claudia Kempfert, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.